Guten Morgen und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal rund um Autismus. Mein Name ist David und heute geht es um Bücher. Ich möchte ein paar Bücher vorstellen, genauer gesagt 5 Bücher habe ich hier vor mir liegen. Es wird kein 4-Minuten-Video werden können, sondern ein bisschen ausführlicher. Es geht auch nicht nur um Autismus, sondern heute geht es um Neurodiversität. Heute geht es um Bücher, die das Thema ADHS behandeln und die anderen 2 Bücher gehen um Autismus, Handeln von Autismus. Und das 5. Buch hat verschiedene Behinderungs- oder Beeinträchtigungen, steht hier drauf. Ne? Beeinträchtigungen zum Thema. Also, seid gespannt auf dieses Video rund um Neurodiversität und andere Beeinträchtigungen oder, wenn man das auch so nennen will, Behinderungsarten. Fangen wir an mit Buch Nummer 1. Buch Nummer 1 ist auch schon mein Highlight. Das Buch heißt Alle behindert. Alle behindert. Schön bebildert, mit sehr viel Freude zum Detail gemacht. Ein Buch, das in den Bewertungen, wenn man bei Amazon mal ein bisschen durchschaut, aber auch anderswo zerrissen worden ist. Vor allem von Betroffenen und von Angehörigen. Ja, der Titel hat es schon in sich, Alle behindert, ja, 25 spannende und bekannte Beeinträchtigungen in Wort und Bild. Tja, eine Aufmachung, die mir gefällt, sie ist flapsig, nimmt kein Blatt vor den Mund, meiner Meinung nach, und stellt einfach mal die Dinge bunt und flippig. Was sind Gründe dafür, dass dieses Buch bei einigen nicht so gut angekommen ist? Nun, stelle ich Ihnen gleich mal die ersten beiden Behinderungsarten vor. Na, Sie sehen sehen Sie eine klassische Behinderungsart, Trisomie. Ja, Down-Syndrom wird es hier auch noch genannt. Da rasten ja dann schon einige aus, wenn Sie es Down-Syndrom nennen. Und hier haben Sie als Behinderung den Angeber, ja? Gut, da werden einige getriggert. Sie haben ja eine Behinderungsart, für die Sie ja eine Diagnostik haben, oder das können Sie testen inzwischen, schon vorgeburtlich. Und Sie haben hier Ärger mit Krankenkassen, der Pflegeversicherung und mit den Leistungserbringern wie Lebenshilfe, ABO, Internationaler Bund und wie sie alle heißen. Damit müssen Sie sich als Eltern rumplagen, mit diesen ganzen Institutionen, die ja alle nur letztlich, die einen wollen möglichst wenig Geld geben, ne? Und die anderen wollen möglichst viel Geld verdienen an ihrem Kind. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt hier einen Angeber habe. Ja, ein Angeber ist keine, finden Sie nicht in der ICD-10/ICD-11. Ja? Meines Wissens finden Sie das nicht. Aber das wird hier als Beeinträchtigung ernsten Behinderungen gegenübergestellt. Das triggert natürlich Eltern und Angehörige und auch Betroffene. Gut. Ich persönlich bin eher flapsig gestrickt und sage sehr oft, naja, warum eigentlich nicht? Warum soll man nicht mal anders das Thema angehen? Und von daher ist dieses Buch für mich einfach ein Highlight und gehört in jede Schulbibliothek, mindestens in jede Schulbibliothek, es gehört eigentlich auch in die Lehrerbibliothek, dass man sich einfach mal an dieses Thema heranwagt, wenn auch auf diese Art und Weise. Ne? Andere Dinge, die hier vorkommen. Vanessa hat die Behinderung Tussi. Ja, Behinderung Tussi. Klar, ist keine Behinderung, finden Sie nicht im DSM oder in der ICD. Epilepsie, ADHS. Ja. ADHS, gut illustriert, ne, immer unter Strom. Spitznamen, Schimpfnamen werden auch ganz offen genannt. Ja? Klassenclown, Stressi, Zappelphilipp. Ja? Klar, mit manchen Antworten ist man vielleicht nicht zufrieden, wenn da steht, wo kommt das her, wenn man das wüsste, Punkt, Punkt, Punkt. Na? Das andere Buch, ne, was ich nachher präsentieren werde, Neues vom Zappelphilipp, versucht Antworten zu geben. Hier macht man das eben nicht. Sagt man einfach, weiß man nicht. Stimmt so ja nicht, aber das ist ja auch irrelevant, für, wenn Sie das in der Schule verwenden. Na,
um aufzuklären über die Besonderheiten, die Bedürfnisse dieser Kinder und auch wie sie vielleicht nerven oder stressen, dann ist das irrelevant, woher das kommt. Geht das wieder weg? Ja, ist auch interessant. Bei manchen geht das halt eben nicht wieder weg. Ja? Und bei manchen steht hin, ja, manchmal hilft dies, manchmal hilft jenes. Auch im Politischen ist es sehr interessant, was man hier so findet. Na, hier haben Sie Paul. Paul hat die Behinderung Mitläufer. Paul hat die Behinderung Mitläufer. Wenn ich da so an die letzten 2,5 Jahre denke, ist das natürlich brisant. Ja? Ist jemand, der bei allem mitmacht, zu allem Ja, Heil und Amen schreit, ist der behindert? Das ist mal in den gesamtgesellschaftlichen Dimensionen betrachtet oder in politischen. Oh, ne? Spannend. Also die finden Sie auch für Erwachsene außerhalb des Klassenzimmers oder außerhalb der schulischen Inklusion. Könnten Sie sich hier 1-2 Sachen raussuchen und dann können Sie da schon mal 1,5 Stunden Stammtischdiskussion mitfüllen. Oder auch ein politisches Seminar oder im ethisch-philosophischen Grundlagenstudium könnten Sie da auch stundenlang drüber nachdenken, ob der Mitläufer behindert ist. Ja. Ja. Robert, das möchte ich Ihnen präsentieren. Robert ist Asperger-Autist, hier Aspi genannt. Und ja, er mag weniger Aufforderungen nachkommen, nasse Klamotten, den Staubsauger, Chaos, Lärm, Veränderung im Mittelpunkt stehen. Wo kommt das her? Noch nicht herausgefunden. Geht das wieder weg? Nein. Ja. Was mag er gerne? Zählen, sortieren, feste Regeln. Kann man, wenn ich das jetzt hier reinhalte, kann man das dann sehen. Feste Regeln und so weiter. Ja, finde ich gut gemacht, kann man mit leben. Gleiche Abläufe, alles geordnet, übersichtlich. Ja. Ist für Kinder gemacht, Sie sehen das, da kommt zum Beispiel die Arbeitswelt nicht vor. Also ich wünsche mir zum Beispiel immer verlässliche Kollegen. Also müsste eigentlich nochmal so ein Buch schreiben, alle behindert am Arbeitsplatz. Da hätte ich einen lustigen Beitrag zu schreiben. Du. Gut, alle behindert, liebevoll gemacht, hübsch illustriert, anschaulich, kontrovers, flapsig, flippig, mal outside the box gedacht. Finde ich gut, gehört definitiv in jede Schulbibliothek, die was zum Thema Inklusion, Behinderung und dergleichen haben wollen. Gehört eigentlich auch in eine Lehrerbibliothek. Die sollte jede Schulbegleitung oder jede Fachkraft für Inklusion sollte diese 25 spannenden und bekannten Beeinträchtigungen in Wort und Bild sich einmal zu Gemüte geführt haben. Leider gibt es kein Inhaltsverzeichnis, man lässt sich also quasi beim Durchblättern überraschen. Eine Sache, die ich vermisst habe, ich gucke nochmal nach, ob ich mich geirrt habe, ist das fetale Alkoholsyndrom. Ich gucke gerade. Ja, das ist nicht drin. Nee. Nein, genau. Zum Schluss übrigens noch, das kann man sehr gut verwenden. Ich habe da einen eigenen Bogen für gebastelt, so einen Vorstellungsbogen für autistische Schülerinnen und Schüler. Hier könnten Sie den Supertrumpf benutzen. Das kann jedes Kind, wenn Sie das Buch in der Klasse, im Klassenverband verwenden wollen, könnten Sie das rumgehen lassen und dann haben Sie so eine klassische Selbstvorstellung, wie Sie das ja ohnehin vom Schuljahresbeginn mit einer neuen Klasse kennen. Also Sie könnten das jetzt auch nehmen. Hier geht es halt eben auch um solche Dinge. Was magst du gerne, was magst du weniger? Was ist deine Behinderung? Ja. Ist nur ein Angebot. Ich fand die Idee nicht schlecht, den Supertrumpf. Man ist selbst letztlich der Supertrumpf. Also, so sollte es aus der Sicht von Empowerment halt einfach sein. Gut, jetzt habe ich ziemlich viel Zeit mit diesem Buch zugebracht. Das nächste Buch hatte ich schon mal kurz hochgehalten. Ich nehme noch das andere Buch. Also, das nächste Buch fängt mit einem ähnlich flapsigen Titel an, nämlich herzlichen Glückwunsch,
Herzlichen Glückwunsch zu ADHS. Tja. 7 Vorteile des Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndroms. Svetlana Ebert und Ralf-Erik Ebert haben sich hier Gedanken gemacht. Sie schreiben für Menschen ab 10 Jahren und haben das schlicht illustriert. Ne, und setzen gleich ein mit der Frage, ja, welche Vorteile soll denn ADHS haben? Ich dachte, ich bin krank. Ja? Und das ist ein schöner Einstieg in dieses Thema. Vielleicht ist das Buch eher geeignet für Betroffene und für Angehörige, aber ich halte es auch für eine sehr kompakte, kurze Lektüre für Lehrkräfte und Schulbegleitungen, sich hier einfach mal einzulesen in die 7 Vorteile von ADHS. Ja, Vorteil 1, du siehst, hörst und fühlst viel mehr als andere. Der zweite Vorteil, glauben Sie es mir, du findest Ehrlichkeit klasse. Drittens, du machst gerne mal was für andere. Kann ich aus meiner Arbeit mit ADHS-Kindern nur bestätigen. Ja? Vor meiner Zeit als Schulbegleiter habe ich privat ADHS-Kinder in häuslicher Umgebung betreut, muss man sagen, und begleitet, je nach Schweregrad, sage ich jetzt mal. Also was ich nie erlebt habe, war dieses, ist mir egal, wie es den anderen geht. Also immer eine unheimlich große Hilfsbereitschaft. Vierter Vorteil, du hast deinen eigenen Kopf. Fünfter Vorteil, du hast viele tolle Ideen. Genau. Sechster Vorteil, du willst alles gleich machen, also sofort machen. Siebter Vorteil, du sagst, was du denkst. Genau. 7 Vorteile und kein Nachteil. Das stimmt natürlich nicht ganz. Es ist oft nicht leicht, diese Vorteile wirklich zu nutzen. Also ein Hammersatz, den könnte ich auch für das Autismus-Spektrum unterschreiben. Es ist oft nicht leicht, diese Vorteile wirklich zu nutzen. Während Menschen mit ADHS früher diejenigen waren, die mit dem Schiff losfuhren, um neue Erdteile zu entdecken, müssen wir heute in der Schule auf unserem Platz sitzen bleiben. Nachteile stammen überwiegend daher, dass die Umgebung die Kinder mit ADHS, aber auch Menschen im Autismus-Spektrum behindert. Aktiv an der Teilhabe behindert, aktiv daran hindert, ihre Stärken einzubringen, aktiv daran hindert, gemäß ihren Bedürfnissen zu leben, zu wohnen, sich in der Schule einzubringen oder auch zu arbeiten. Deshalb ganz klare Leseempfehlung. Das dritte Buch zum Thema Neurodiverssein, Neues vom Zappel-Philipp. Gerald Hüther hat hieran mitgewirkt und der Helmut Bonney. Dieses Buch nimmt einen Anflug, geht intensiver der Frage nach, woher kommt denn ADHS? Und was war denn früher eigentlich ADHS? Was hat es mit dem hyperkinetischen Syndrom auf sich? Und warum musste damals ein hirnorganischer Schaden vorliegen, damit man das diagnostizieren konnte? Und warum ist das bei ADS oder ADHS nicht mehr so? Damit muss man leben. Man kann das aber auch überlesen, dieses Kapitel, und kann direkt sich dem Thema widmen. Ja? Neue Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Da kann man gleich mal die Erklärungsversuche überspringen. Ich finde das auch toll, dass man einfach das beschreibt und sagt, das sind Erklärungsversuche. Man hat also die Wahrheit nicht gepachtet. Genau, alte Vorstellungen beginnen zu wanken. Das fand ich ein sehr interessantes Kapitel. Was sind die Ursachen der Veränderungen der Gehirne von ADHS-Patienten? Also, ich finde das lesenswert. Vorbeugen ist besser und leichter als heilen. Mit diesem Kapitel 5 schließt quasi das Buch. Das ist auch so der Ansatz von dem Herrn Hüther. Ob man das jetzt teilt, diese Sicht, ob man ja, kritisch ist gegenüber Medikation. Ich habe da solche Eltern und Kinder kennengelernt und solche Eltern und Jugendliche. Ich habe
Kinder kennengelernt, die so eine minimalste Dosis bekommen haben, wo ich gedacht habe, boah, das wirkt dann noch. Ja, und die dann irgendwann, nachdem sie die Grundschule verlassen hatten, das gar nicht mehr brauchten. Ich habe Jugendliche kennengelernt, die auf Ritalin dann verzichtet haben, als sie in die geordneten, ruhigen Bahnen einer Ausbildung kamen. Ja, da war die Ausbildung plötzlich ruhiger als Schule. Es war überschaubarer. Der Ort, der Arbeitsplatz war überschaubar. Die Kollegenzahl war wesentlich kleiner. Dann brauchten die keine Medikation mehr. Also das ist eine wirklich tiefgehende Lektüre, finde ich. Es gibt noch ein anderes Buch, das ein bisschen älter, das ähnlich anfängt, aber mit einer anderen These arbeitet und sich für die Medikation ausspricht. Das hätte ich gerne auch noch präsentiert, aber ich habe es einfach nicht dabei gehabt. Vielleicht trage ich das unten in der Beschreibung nach. Jetzt zum Abschluss noch zwei Bücher, wirklich rund um Autismus. Ah, ein wirklich sehr schönes Buch. Ich bin Loris, Kindern Autismus erklären. Steigt mit dem Spezialinteresse ein. Ja. Man hat auf der einen Seite immer einen Text, eine Erklärung und auf der anderen Seite folgt die Illustration. Also das finde ich wirklich gelungen. Auch nicht übertrieben, eher schlicht gehalten. Aber schlicht heißt ja nicht schlecht. Es ist einfach schön. Also genau. Gruppenarbeit mag ich nicht. Da tun mir immer die Ohren weh. Ne? Gleich das Thema sensorische Filterschwäche oder sensorische Überfrachtung mit angesprochen und in Verbindung gebracht mit dem Thema Schule, Schule und Unterricht. Also es finde ich gelungen, dass man das gleich die Brücke schlägt und sagt, na, es geht nicht nur um Staubsauger und um Föhn oder um irgendein Gequietsche von Straßenbahnbremsen, sondern das hat Auswirkungen auf Schule und Unterricht. Ja. Haben wir schon Pause? Jetzt falle ich hier bald vom Stuhl. Ich rede jetzt auch schon 20 Minuten. Dieses Buch führt dann noch, erzählt dann noch eine kleine Geschichte, wie das autistische Kind hier, immer mit dem roten Pullover, gut erkennbar, Loris, mit seinen Buddies ein Rätsel, eine kleine Mini- Kriminalgeschichte quasi zu lösen hat. Das finde ich also auch ganz gut, dass da noch eine Geschichte eingeflochten ist. Ich bin Loris, Kindern Autismus erklären, gehört in jede Schulbücherei oder in jede Stadtbücherei, sollte auch für Inklusionskräfte zur Verfügung stehen, also ein gelungenes Buch. Last but not least, gibt viele Bücher rund um das Thema Autismus, ein Klassiker, My Friend with Autism von Beverly Bishop. Ein Buch, das in viele Sprachen übersetzt wurde, ich meine auch ins Chinesische. Ja. Hier haben Sie einen kleinen Lehrgang in der Hand. Ja. Am Anfang wird gesagt, wie könnten Sie das im Klassenraum verwenden. Ja. Und dann geht es auch gleich los. Jede Seite hat einen kurzen Text, kindgerecht, aber kindgerecht heißt ja nicht, dass die hier genannten Fakten für Lehrer, Erzieherinnen oder Inklusionskräfte nicht wichtig sind. Oder, ja, die Fakten stimmen ja, die sind halt kindgerecht. Gut illustriert, die sensorische Überfrachtung, ja, die dann zu einem Overload führen kann. Was hilft? Naja, eine Sonnenbrille hilft, um sensorische Reize auszublenden. Als Beispiel. Ja, finde ich gut illustriert. My Friend with Autism, was dann auch gezeigt wird, wie kann man das Kind mit seinen Bedürfnissen, mit seinem eigentümlichen Spiel einbinden. Man spielt halt eher nebeneinander. Ja? Statt Ringelpiez mit Anfassen und Kreisspiele für das autistische Kind zur Pflicht zu machen. Ja? Nebeneinander ist ja nicht verkehrt. Ja? Das eigentümliche Spiel des autistischen Kindes kann ja Bestand haben, neben dem Spiel der anderen Kinder.
Ja, wird es nochmal wunderbar illustriert. Von den einen Kindern, da erwartet man quasi, dass die mit dem Auto durch die Gegend fahren und brumm, brumm, brumm machen. Das Auto also so verwenden, wie man es verwendet. Das autistische Kind sortiert die vielleicht nach Farbe oder stapelt die. Und vielleicht machen dann die normalen Kinder dieses Spiel mal nach. Ne? Hier wird das angedeutet. Und zack, hat man ein gemeinsames Spiel. So, jetzt muss ich auch bald zu einem Ende kommen. Ja. Also ich finde es wirklich, wirklich gut gemacht. Zum Schluss bietet Ihnen My Friend with Autism noch für die Erwachsenen eine kleine Erklärung. Was sind die Bedürfnisse? Was sind die Stärken autistischer Kinder? Ja, was sind die Besonderheiten in der Wahrnehmung? Dieses Buch ist weitaus ausführlicher und bietet wesentlich tiefgehendere und auch sachlich, inhaltlich wirklich korrekte Hilfestellungen für autistische Kinder und Jugendliche in der Schule, als das manch eine Fortbildung so macht in ihren 3 Stunden. Dieses Buch ist nämlich auch unter der Beteiligung von Betroffenen, von Autistinnen und Autisten geschrieben worden.